Purion-Display. Manchmal kann man es ja speziell bei, wenn es sehr, sehr hell oder sehr, sehr dunkel ist, kann man das Display schlecht ablesen und Sie fragen sich jetzt, gibt es eigentlich die Möglichkeit, hier die Helligkeit zu verstellen? Beleuchtung, Intensität, beim Auto habe ich so ein Drehrädchen meistens. Wie funktioniert das beim Bosch Purion-Display? Und zwar, wir halten diese beiden Knöpfe, das heißt den Knopf nach oben und nach unten gedrückt und drücken einmal den Power-Knopf und schon startet der Expertenmodus, nennt sich der, und es klickt alles durch. Es zeigt noch an, welche Softwarevarianten verbaut sind. Und mit Plus wird das Ganze heller und mit Minus wird das Ganze dunkler. Das heißt, es zeigt mir jetzt dann an, ganz dunkel oder ganz hell. Das lasse ich jetzt einfach durchklicken und wenn das fertig ist, ist das System normal gestartet und ich kann dann wieder entweder gleich wegfahren oder ich kann das System dann abdrehen. Wenn das Video geholfen hat, Daumen nach oben, darüber freue ich mich sehr. Daumen nach oben, mein Name ist übrigens Florian Woracek. Sie können den Kanal auch abonnieren. Wir haben rund 250 andere Videos und dabei sind weitere Videos im Netz oder weitere Videos zum Anklicken. 250 Videos finden Sie für uns. Wenn Sie den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, sind Sie immer drehfrisch im Bilde. Und ein kleines Geschenk an Sie fürs Durchhalten bis zum Schluss. Unser E-Book, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf. 40 essentielle Tipps, worauf achten beim E-Bike-Kauf. Das ist natürlich die gedruckte Variante. Die verlinke ich Ihnen rechts oben. Können Sie Ihnen kostenlos herunterladen. Und zum Zweiten verlinke ich Ihnen auch das Langvideo über das Purion-Display, das Langvideo, wie Sie heute dieses dann noch weiter verändern können, da weitere Systemschritte da durchgehen können. Mein Name ist Florian Woracek, wie gesagt, Display, Purion-Display, das war es soweit. Jetzt ist es nochmal gestartet, E-Book runterladen und Daumen nach oben und ich freue mich, Sie auf einem anderen Video hier auf dem Red Blades YouTube-Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Florian Woracek, viel Freude mit Ihrem E-Bike.